Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder einen alten Bekannten wieder ausgepackt. Und zwar den Evan Williams Single Barrel. Ein relativ preiswerter Kentucky Straight Bourbon bei uns aus dem Shop für zurzeit 21,90. Und ja, das ist einfach ein netter, schöner Evan Williams. Die Marke gehört zu Heaven Hill, also wird in der Bernheim Distillery in Louisville, Kentucky hergestellt. Und sie sagen, nach einer Rezeptur von 1783. Also vorne sieht man drauf, hier 2013, was steht da? Put in Oak First 2013. Was? First Distiller, okay. Also hier oben sieht man schon, es ist ins Holz 2013. reingemacht worden. Und das Schöne daran, kann man sagen, okay, gut, wann ist er rausgekommen? Also doch ein Non-Age-Statement-Whisky? Nein. Hinten drauf ist dann alles handschriftlich geschrieben. Aber Achtung, das ist die amerikanische Schreibweise. Wenn man das genau vorliest, steht da 12/20/13. Nach deutscher Schreibweise macht das gar keinen Sinn, weil es keinen 20. Monat gibt. Aber die Amerikaner schreiben immer den Monat vorne hin und dann schreiben sie den Tag. Also 12., also Dezember, 20. Tag, 20. Dezember 2013, ist er barreled, also ins Fass gefüllt worden. Fass Nummer 102 und abgefüllt in die Flasche am 19.01.2021. Also sehr früh im Jahr 2021 und sehr spät im Jahr 2013 abgefüllt. Also haben wir das Jahr 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, genau, und 21 ist er nur ein paar Monate. Von daher sollte er 7 Jahre sein, wenn ich mir richtig kalkuliert habe. Im Grunde kann man sie abziehen und dann muss man einen der abziehen, weil man ja dieses die ganzen halben Jahre nicht hat. So. Gut, was kann man dazu sagen? Es ist kein großes Ding in Europa. Also Evan Williams ist eine kleine Marke, eben von Heaven Hill. In Amerika ist er bedeutend stärker. In Amerika ist Evan Williams ein starkes Produkt, zweitmeistverkaufter Whisky in den USA. Riesending. Wir haben jetzt den Single Barrel davon. Also der kann auch wieder ein bisschen variieren, weil Einzelfässer, jedes Fass variiert ein bisschen. Deswegen schmeckt es ein bisschen anders immer. Und die Abfülldaten sind auch immer ein bisschen anders. Also, so ein richtig, merkt man sofort, Kentucky Straight Bourbon ist doch ein Kentucky Straight Bourbon. Ja, also riecht wie ein Kentucky Straight Bourbon. Steht auch Kentucky Straight Bourbon drauf. Ja, man bekommt ein Kentucky Straight Bourbon. Richtig schön, frisches Fass, das typische Karamell, Vanille. Richtig, richtig satt drin. Oh ja, schöne Geschichte. Aber ein bisschen, finde ich ein bisschen komisch, weil siebenjähriger Kentucky Straight Bourbon, normalerweise sagt man den immer so eher so 3 bis 5 Jahre nach. Da sind die 7 Jahre. Also, im Geschmack hat man so ganz am Anfang so ein bisschen so Kentucky Straight Bourbon, Vanille, Karamell, süß. Und dann kommt richtig viel Eiche. Also da ist richtig gut Eiche drin. Würzigkeit und eben dieser schwere Eichenton im Mund. Kräftige Geschichte. Ja, der ist gut. Aber muss man sagen, hätte ich jetzt den Amerikanern irgendwie nicht ganz so zugetraut. Also der zweitmeistverkaufte Whisky in den USA und dann so ein kräftiges Ding. Also hätte ich jetzt eher gesagt, boah, dass die so, wenn ich mir die anderen Großen mir anschaue, die sind alle immer so leicht, mellow und so. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Amerikaner dann doch als zweites direkt zu sowas Heftigem greifen. Ja, da zeigt sich's wieder. Heaven Hill ist einer dieser Whisky-Produzenten, die sehr viel produzieren, auch sehr, sehr viel lagern, deswegen auch eher ältere Whiskys haben. Und hier merkt man auch, Evan Williams ist einer, der hat auch ein bisschen mehr Alter drin. Ich glaube nicht, dass genau die Single Barrel Variante die meistverkaufte ist. Wahrscheinlich ist die normale Variante doch schon etwas leichter, etwas easier.
Also hier bekommt man für einen kleinen Preis bekommt man eine große Menge amerikanischer Eiche. Also wer da sich mal so ein richtiges Eichenmonster antun will, noch nie probiert hat, also irgendwo unter die Anfänger von euch, die noch nicht so den kräftigen Eichengeschmack drin haben, der hier hat Eiche satt. Für die Kenner unter euch, vor allem für die Scotch-Liebhaber, passt auf, ihr würdet den wahrscheinlich als Additiv viel zu stark gelagert ansehen. Wer es mag, ich finde es relativ cool gerade. Als jeden Tag Schlückchen fände ich ihn auch ein bisschen heftig. Ja, wer da auf den Geschmack gekommen ist, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. In der Beschreibung unten ist der Link zum Shop. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.